Der ist jetzt richtig durchgekommen, der Chili. Der ist richtig scharf. Also nichts für Warmduscher, würde ich mal sagen. Oh, der hat Karamba, aber volle Pulle. Das kommt wahrscheinlich durch den Habanero, den ich dann noch reingemacht habe. Super, super, super gut. Guten Morgen, liebe Räucherfreunde. Erstmal schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Was habe ich heute vor? Ich möchte Lackschinken räuchern, kalt räuchern. Da gibt es ja verschiedene Varianten und im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, was wir am liebsten mögen. Und zwar Honig-Chili. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Habt viel Spaß dran. Das genaue Rezept schreibe ich euch natürlich unten in die Beschreibung rein und natürlich auch das Standardrezept. So, hier haben wir sie, die drei Probanden. Der Schweinelachs, kalt geräuchert, Spezialität, super lecker. Rückseite ist ziemlich sauber, aber die Vorderseite von dem Filet ist versengt. Das müssen wir ja hier erstmal parieren, dass wir diese Sehnen hier rausbekommen. Ja, dann zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich bin zwar kein gelernter Metzger, aber bis jetzt bin ich mit dieser Methode gut gefahren. Ich steche hier unter der Sehne ein, ziehe sie hoch und fahre langsam, seht ihr das, mit dem Messer unter der Sehne lang und schneide hier so lange ab, wie es geht. Und wenn wir jetzt umdrehen und sehen hier, ein bisschen haben wir mitgenommen von dem Fleisch, aber im Großen und Ganzen ist das gut geschnitten. Jetzt fangen wir hier wieder an, stechen hier ein. So, und das gleiche jetzt nochmal halt. Seht ihr, das geht eigentlich ziemlich gut. Und der Verschnitt hält sich klein. Da machen wir jetzt so lange, bis wir das komplette Fleisch hier entsehnt haben. So, seht ihr, das sieht das schon mal, seht ihr das? Das sieht jetzt schon mal richtig gut aus. Ja, warum entfernen wir eigentlich die Sehnen? Hat folgenden Grund. Die Sehnen sind nicht so rauchdurchlässig. Also die verhindern das Eindringen des Raucharomas im Fleisch und später, wenn wir das Fleisch essen und die Sehnen sind drauf, ist im Mund halt kein gutes Gefühl, wenn man so auf so einer Sehne rumbeißt, ne? So. Aber ich denke, das sieht jetzt schon richtig gut aus. Ja, ich würde sagen, das ist super. Ein paar kleine Stücke, okay. Aber das ist okay so. So. Wunderbar. So ist das Fleisch optimal. Und das machen wir halt jetzt mit allen drei Stücken. So, jetzt passt das. So. Jetzt legen wir den Schinken mal in die Waage. Das ist das erste Stück. Das hat 3155. Also ich mache hier eine 1. 3100 und 60 Gramm. Das zweite Stück hat 2240 Gramm. 2240. So, und Stück Nummer 3, 2560. 3, 2560. Warum wir das so genau abwiegen müssen, um später die exakte Salzmenge und die Menge der Zutaten, die ich für mein Rezept dabei geben möchte, genau zu bestimmen, genau zu wiegen, dass es nicht zu viel Salz ist, dass es nicht übersalzen kann. Wenn wir das alles genau bestimmt haben, dann ist es eigentlich egal, ob wir das vielleicht 2 Wochen oder ein paar Tage länger im Kühlschrank pürieren lassen. Es kann nicht mehr übersalzen. Es kann nicht mehr Salz eindringen, wie wir dazugegeben haben. Wenn wir jetzt so einfach nur
das in Salz schmeißt und dann zack, und dann ist es unvorhersehbar, wie das später schmecken wird. Und so haben wir ganz genau den gleichen Geschmack jedes So, Mal. ich habe euch das mal hier aufgeschrieben, damit es auch besser verständlich ist. Unser zweites Stück Lachsfleisch, daraus machen wir einen Chili-Honigschinken. Und der soll richtig scharf werden. Das komplette Stück Nummer 2 wiegt 2240 Gramm. Und wir rechnen jetzt pro Kilo Fleisch. Nehmen wir 44 Gramm Nitritpökelsalz, 3 Gramm Pfeffer, 3 Gramm Paprika süß, 5 Gramm Chili gemahlen, wobei ich dabei sagen muss, da ist auch Habanero Chili mit drin, also es wird scharf, und 5 Gramm Honig. Auf das komplette Fleisch gerechnet, auf diese 2240 Gramm, also aufs Ganze, 99 Gramm Nitritpökelsalz, 7 Gramm Pfeffer, 7 Gramm Paprika süß, 11 Gramm Chili scharf und 11 Gramm Honig. So, die jeweiligen Mengenangaben haben wir ja vorher ermittelt. Jetzt wiegen wir das Ganze mal aus. Salz waren 99 Gramm hier, Nitritpökelsalz. Ich höre das mal auf 0. So, 99 Gramm. Siebenundneunzig. 101, das passt. Dann haben wir Paprika süß 7 Gramm. So. Pfeffer haben wir auch 7 Gramm. Genau. Und Chili scharf haben wir 11 Gramm. Jawohl. So, hier liegt nun unser gutes Stück. Ich habe das hier in so einer Edelstahlmulde, weil ich der Meinung bin, hier kann man alles am besten vermischen, verteilen. Ich mache jetzt die Mischung hier rüber. So, dann drehe ich das Teil mal. Kommt hier noch was drauf. Schauen wir mal, dass wir hier alles gleichmäßig aufs Fleisch bekommen. Ja, ein bisschen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus an den Enden was. Was jetzt hier überbleibt, was das Fleisch jetzt nicht mehr annimmt, das tun wir später mit in die Tüte rein. So, was haben wir jetzt? Ich wasche mal eben ganz kurz die Finger. So, da bin ich wieder zurück. Stellen wir mal auf Tara und wir werden circa 5 Gramm Honig Seite aufbringen. Ja, 5 Gramm passt. So, das Fleisch ist jetzt in der Tüte drin und jetzt kommt die andere Seite noch. Schau mal hier drauf. Ja, das passt. Das ist genau 5 Gramm. Ja, jetzt wird das Ganze einvakuumiert.
Jetzt schweißt es die Naht zu. Jeden Tag wird mal so ein bisschen gewendet und ein bisschen massiert. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ja, unser Schweinelachs liegt jetzt auch schon seit 9 Tagen jetzt hier im Vakuum. Was man sieht, es hat sich hier auch ein Sud abgelagert. Sehr wenig, weil ich da ein sehr hochwertiges Fleisch genommen habe. Nehme ich eigentlich immer. Deshalb tritt nicht so viel Flüssigkeit aus dem Fleisch aus. So, ein paar Tage bleibt es jetzt nur im Pökelschlaf. Und dann sehen wir uns wieder. Jawohl. Jawohl, hier haben wir unseren Lachsschinken. 17 Tage hat er jetzt gepökelt. Wie geht's weiter? Ich werde ihn jetzt aufschneiden, Geruchsprobe machen, dass er schön angenehm riecht. Danach werde ich ihn in den Räucherofen hängen und morgen räuchern. Ich werde ihn nicht durchbrennen, hat voll den Grund. Wir lieben den Lachsschinken, wenn wir ihn aufschneiden, dass er schön nass ist. Und durchs Durchbrennen wird er doch noch trockener und deshalb wird er nicht durchgebrannt, wird sofort geräuchert morgen. Dann sehen wir uns morgen am Räucherofen wieder. Ja, hier hängt unser wunderschöner Lachsschinken jetzt im Räucherofen. Es sind noch ein paar dabei gekommen. Und der wird jetzt hier bis morgen getrocknet bei 20 Grad. Ich habe den Ofen auf 20 Grad eingeregelt. Und morgen zünde ich den das erste Mal, den ersten Rauchgang. Und danach melde ich mich wieder bei euch. So, der erste Räuchergang ist Geschichte von unserem Lachsfleisch. Schiellachs hier vorne. Hier hinten ist normaler Lachs. Und ich habe jetzt die zweite Zündung gemacht. Die zweite Räucherung. Und hier ist Buche. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, das Dunkle, da habe ich ein bisschen Olive mit beigemischt. Ich möchte halt mal schauen, wie das schmeckt. Der dritte Rauchvorgang ist jetzt beendet. Hat eine sehr schöne Farbe bekommen. Der Schweinelachs. Und den werde ich jetzt noch für eine Woche bei mir ins Kühlhaus hängen. Ja, jetzt hier bei mir aus dem Kühlhaus. Hallo zusammen. Hier ist unser Lachsschinken, unser Schiellachsschinken. Und er ist jetzt nicht eine Woche vergangen, nein, der hängt jetzt hier schon 3 Wochen. Und zwar möchte ich den etwas härter werden lassen. Nicht so weich, sondern so richtig zu einer Brotzeit, dass er mal ein bisschen härter wird. Da hat sich auch schon eine kleine Patina gebildet und er sieht wirklich toll aus. Wir haben hier bei mir im Kühlhaus eine Luftfeuchte von 80% und einer Temperatur von 8 Grad. So, ich denke, wir werden so weitermachen. In einer Woche circa werden wir ihn anschneiden. Und da seid ihr natürlich dabei. So, liebe Freunde, endlich ist es soweit. Es hat sich gelohnt. Unser Chili-Lummer ist fertig. Schaut euch den mal an, wie schön der aussieht. Seht ihr das? Er hat sogar schon angefangen, hier ein bisschen weißen Schimmel zu bilden. Hier kann man es auch sehen. Gut mit Chili. Und es ist richtig schön trocken geworden. Aber nicht zu trocken zum Essen. Lässt sich noch ein bisschen drücken. Wunderbar. Jetzt schneiden wir den einfach mal in der Mitte durch. Ich bin genauso gespannt wie ihr auch. Dann schauen wir mal hier. Ja, ist etwas fester. Aber das gute Messer regelt das alles. So, jetzt schauen wir mal da rein. Wow, guckt euch das mal an. Perfekt. Guckt mal, wie der aussieht. So, jetzt werden wir den mal hier ein bisschen aufschneiden. Ich habe hier dafür meine Aufschnittmaschine hier stehen. Nein, nehmen wir die andere Seite. So, machen wir das mal an. Um Schimmelflecken, die da drauf sind, der weiße, da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Das ist ein guter Schimmel. Der ist zwar da nicht gewollt, aber das macht nichts. So, jetzt gucken wir mal hier, ob wir da dünne Scheiben kriegen. Ja. Also,
Wie gesagt, ich habe meine Maschine ja schon mal vorgestellt. Das ist eine Gräf-Aufschneidemaschine. Die hat ein glattes Messer. Und mit der, könnt ihr sehen, da kann man durchgucken, mit der kann man so schöne, feine Scheiben schneiden. So, so jetzt werde ich das gute Stück mal verkosten. Ich bin schon gespannt, wie scharf er geworden ist. Oh, wunderbar. Mal hauchdünn geschnitten, ich nehme direkt zwei Scheiben. Der Rand bleibt natürlich dran, der Chili-Rand, der wird nicht abgeschnitten. Das ist so extra gemacht, der bleibt dran. Das Raucharoma ist sehr gut. Noch merke ich ein bisschen Schärfe. Jetzt kommt aber der Gong. Huh, mein lieber Mann. Ich finde es genial. Für Ilona wird das so scharf sein. Huh, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut geworden. Also soll ja auch scharf sein. Und macht es einfach mal nach. Das Rezept, das schreibe ich euch natürlich unten komplett rein. Eine sehr schöne Sache für Leute, die es schärfer mögen. Wer es nicht schärfer mag, der lässt den Chili einfach weg und nimmt dann nur süßen Paprika und Honig. Aber die Honignote kommt auch gut zum Vorschein, kommt gut durch. So, was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, für euch diesen wunderbaren Chili-Lackschinken herzustellen. Bitte bleibt alle gesund. Ciao, euer Mario. Was war das? Das ist unser Abspannvideo. Genau. Genau. Wir haben uns hier eine Liste gemacht. Erstmal wäre es super, wenn ihr unser Video teilen würdet. Auf Facebook. Ein Daumen hoch wäre natürlich auch super. Ja, das wäre super. Wenn ihr was wissen möchtet, schreibt eure Kommentare darunter. Wir geben euch gerne Antwort. Genau. Und am liebsten wäre uns natürlich ein Abo hier. So. So. Wir sagen tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Tschüss.